Und da sind wir wieder bei einem Let's Play von Duke Nukem Forever. Leider immer noch nachsynchronisiert, weil ich ja so ein bisschen gefailt habe mit der Aufnahme. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Pause gemacht zwischen dem letzten Upload und diesem Upload, weil ich hatte einfach keine Zeit. Ich war auf dem Geburtstag und habe noch ein Real Life und ja, ich hatte einfach keine Zeit. Worüber ich jetzt eigentlich so was sagen will, ist das Aufstreben der Let's Play Community. Also ich persönlich habe angefangen mit Let's Plays, weil Paxor es getan hat. Also wir hatten so die Idee, komm, wir machen Let's Play Channel. Und dann ist das auch eigentlich ziemlich alles an einem Tag geschehen. Nicht geschehen, passiert. Er hat ja dann sofort mit einem Portal 2 Let's Play angefangen. Dann habe ich so meine ersten Versuche gemacht mit Assassin's Creed Brotherhood. Habe das auch am Anfang hochgeladen gehabt, aber ja, hier habe ich das übrigens Somrex gefunden, was ich dann jetzt hier für Dingens Katie brauche. So. Oder nee, Quatsch, da brauche ich gar nicht für Katie, aber ich habe einen Somrex im Vorrat. Ich habe das so zufällig gefunden. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, ich habe dann mit Assassin's Creed Brotherhood so angefangen, mit noch einem alten Mikrofon von Paxoy. Also, dann. Ja, jetzt verrede ich mich natürlich wieder. Ja, es ist halt ein älteres, was halt nicht so gut war. Jetzt habe ich ja das Logitech G35. Ich finde, meine Stimme hört sich halt im Let's Play nicht so perfekt an, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Gronkh persönlich benutzt ja auch ein G35. Also in manchen Let's Plays, und der hat sich jetzt ja irgendwie ein Mikrofon gekauft, ein Standmikrofon. Aber das kann er irgendwie jetzt nicht so, wenn er husten muss oder so. Halt Dingens muten. Ja, auf jeden Fall zum Aufstreben der Let's Play Community. Ich finde es mittlerweile unglaublich, wie viele Let's Player es gibt. Also vor einem Jahr oder so. Ich sag die ganze Zeit oder so, aber naja. Vor einem Jahr gab es meiner Meinung nach nicht sehr viele Let's Player. Aber wenn man sich jetzt mal so von den Channels, die so Let's Player vorstellen, also was dann eigentlich Werbung für die Let's Player ist, wenn man sich das mal anguckt, wenn die da irgendwie 2, 3, 4, 500 Leute in der Warteschlange haben, ja, dann ist das auch so eine Sache. Ich wollte hier eigentlich gespeichert haben und habe so nach so einem Kack-Klo gesucht. Aber schwarzer Bildschirm, ich habe mich so aufgeregt. Also, weil hier bin ich ja schon mal gestorben und ich hatte nur zwei Leben. Und hier bin ich schon mal gestorben. Also, ja, ich habe hier erstmal was gegessen und habe den dann versucht zu kriegen. Mit der Queen, aber das war wohl dann nix. So. Ich habe richtig gehofft, dass ich da nicht sterbe. Ich war nämlich ziemlich zwischen. Jetzt zum Beispiel ganz, ganz, ganz nah dran. Ich bin jetzt hier erstmal rausgerannt, um was zu essen. Also mir was zu essen zu holen. Und wie ihr da schon seht, Shaq the Role Model ist zwar noch gelb, aber das wird nachher noch ziemlich scheiße. Hier habe ich noch was zu essen gesucht, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich habe mir erstmal das Geld geholt. Ich hatte ja Zeit. Dann bin ich jetzt hier zum Barbecue-Burger-Dingen-Laden gerannt. Und habe versucht, mich nicht von Zombies angreifen zu lassen, weil ich sonst gestorben wäre. So. Dem er gekonnt ignoriert. Und einmal was gefressen. Ja, sehr urgent. Ja, da fängt es ja schon an, dass ich da hinkommen sollte, aber noch diesen scheiß Gegner dazu besiegen habe. Jetzt habe ich hier dieses schöne Chainsaw.
Ich glaube, ich nehme mir aber noch was zu essen mit. Also es war ja auch mehr als notwendig. Naja, also jetzt zu den Let's Playern. Also ich habe mich natürlich mit diesem LP-Channel. Ich mach's einfach nur zum Spaß, aber es macht dann natürlich mehr Spaß, wenn man mehr Zuschauer hat. Wenn es den Leuten gefällt, was man macht. Jetzt wurde ich hier. Ja, meine Stimme hat er nicht recorded, aber die scheiß Skype-Anschreib-Dingen, das recordet er mit. Naja, egal. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn mehr Leute zugucken. Und ich habe mich natürlich. Ich habe mich. Wir haben uns eigentlich schon relativ früh beworben. Halt einen da vorgestellt zu werden. Ich kommentiere jetzt mal den Kampf nicht, ihr könnt euch den ja einfach angucken. Das war ein ziemlicher Fail und danach wird es noch viel schlimmer. Ziemlich am Anfang geworben. Unseren Channel gibt es jetzt hier seit ungefähr 2 Monaten. Heute ist der 19.07. um 23:28 Uhr. Wir haben den Channel, glaube ich, erstellt am 15.05. Und ich bin ja auch erst später mit Let's Plays eingestiegen. Ich glaube, eine Woche später. Und es ist halt, diese Let's Player-Vorstellungen sind halt einfach nur Werbung. Es gibt dann so Leute wie The Let's Player News, glaube ich, heißt er. Nee, The Player News. Heißt Real Life David. Ich habe seinen Channel abonniert. Ich gucke mir seine Videos auch sehr gerne an, weil er macht halt nicht nur so Vorstellungen, sondern auch verbreitet halt auch News dieser Szene. Jetzt ist hier ein schwarzer Bildschirm. Ich weiß nicht wieso, aber ich rede einfach mal weiter. Also er macht halt auch so News in der Szene hin. Hat zum Beispiel so ein, er nennt es Talkabout zu Sub for Sub, diese ganzen Freundschaftsanfragen und ja, sowas halt. Er macht das manchmal auch mit anderen Leuten, wie zum Beispiel wie von Van Bergen One Hit. Seine Videos gucke ich auch. Er macht auch Let's Player-Vorstellungen. Aber er macht das irgendwie spannender. Er ist mit seiner Stimme, kann er da viel besser spielen und sagt nicht einfach, ja, der macht dies und hat diese Projekte und ja, das. Also langsam könnte es auch mal wieder nicht schwarz werden. Ja. Aber, oder halt, es gibt noch einen Channel, der heißt Sag es per LP-Check. Dieser Channel ist gemacht von einem Let's Player und der hat jetzt 2 andere Leute, die da ihm helfen. Und ich habe mich ziemlich am Anfang beworben. Wir sind Platz 64 und momentan ist der irgendwie bei Platz 45. Er hat sein Infovideo halt da online gestellt, da wo er auch seine Liste zeigt. Dass jetzt dieser schwarze Part kommt, das regt mich aber irgendwie auf. Also ich weiß ja nicht mehr wieso, weil Kamstasia macht das ja eigentlich nicht. Ja, jetzt kann er auch mal hier reinhauen. Weil. Okay, ich erzähle euch einfach mal, was darum passiert ist. Also, wie ich gesagt habe, ich hatte nicht alle Zeit der Welt und ich musste halt diese Mission erreichen mit dieser Frau. Aber das war halt ganz knapp. Ich hoffe mal, dass die weiteren Aufnahmen nicht schwarz sind, weil mich regt das jetzt ein bisschen sehr auf, so, keine Ahnung. Weil es macht ja nicht Spaß, einem Let's Play zu gucken, wo der Bildschirm schwarz ist. Ja, das ist natürlich ziemlich scheiße.
Und ich wollte das ja eigentlich umgehen. Wir hatten auch zwei Infovideos gemacht, weil Sony Vegas hat mir das alle Nase lang reingebaut. Aber Camtasia, bisher eigentlich nicht. Und naja. Die Let's Play-Szene ist in der letzten Zeit ja angewachsen. Um einiges. Und man sollte doch als Let's Player, also an seinem Kommentarstil und seinem Fun-Faktor, kann man jetzt persönlich meiner Meinung nach nicht unbedingt ganz so viel ändern, aber man kann doch wenigstens ein bisschen Professionalität beim Channel Design, bei allem eigentlich machen. Man kann die Playlists machen. Okay, wir sind ein bisschen zu faul, um die Playlist halt immer aktuell zu machen. Also ich bemühe mich, sie mal alle jede Woche mal zu aktualisieren, weil ich denke mal, hätten wir jetzt so 1000 Abos, wird das ganz anders aussehen. Wir würden unsere Videos halt regelmäßig geguckt werden. Dann wird das generell ganz anders aussehen mit der mit der Playlist-Dingen. Ja, und was ich auch immer komisch finde, so Let's Player, die unbedingt vorgestellt wurden wollen, die unbedingt vorgestellt wollten wurden. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich finde das halt dann immer komisch, wenn dann steht und sie vorgestellt werden und dann letztes Video wurde hochgeladen vor einem Monat. Ich finde das. Warum lässt man sich denn überhaupt noch vorstellen? Man nimmt anderen Leuten den Platz weg. Weil einen Monat nicht hochgeladen, dann ist man entweder ganz lange im Urlaub oder man hat einfach kein Interesse mehr an seinem, ich nenne es jetzt mal Hobby. Dann sollten auf jeden Fall die Folgen in HD sein und ohne schwarze Parts, wie jetzt bei mir. Ja, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ich habe das ja hier gerendert gehabt und dann synchronisiere ich das halt jetzt nach, indem ich das nochmal in Camtasia reingezogen habe und halt dann nochmal rendern werde. Ja, beim PC ist das halt nicht so das Problem. Ich habe zwar keinen Intel i5 2500K, i7 2600K, die jetzt im Rendern halt noch etwas schneller sind. Also ich habe gelesen, der i5 ist bis zu 40% schneller. Also die einzelnen Kerne sind zu 40% schneller als die vom AMD X6. Also ich habe einen AMD X6 1900T, wenn ich mich gerade nicht vertue. Ich glaube 1900T war das. Oh, Entschuldigung für das Aufstoßen. Und habe ihn halt auf 4 GHz übertaktet. Und bei mir dauert das Rendern in Camtasia eine Viertelstunde für halt ungefähr 14 Minuten, weil ich bin in Camtasia. Das ist mir viel zu umständlich, das irgendwie genau auf 15 Minuten halt anzupassen. Und es ist hier immer noch ein schwarzer Part. Also mir wird das ja auf jeden Fall angezeigt. Ja, keine Ahnung, wieso das ist. Naja, wie auch immer. Ich habe hier auf jeden Fall ziemlich gefailt. Ich habe versucht und versucht und versucht und habe dann festgestellt, ich muss ganz schnell zum Safe Room. Weil, was ist eigentlich, wenn man das nicht mehr schafft? Weil, wenn man das nicht mehr schafft, ist die ganze Mission gefailt und man kann entweder den letzten Speicherpunkt laden oder man kann das Spiel nochmal von neu beginnen. Und da wir alles so nicht wollen, und sollte man sich auf die Hauptmission, sollte man darauf achten. Weil dann steht da irgendwas mit The Truth has been vanished oder so, also dass halt die Wahrheit herauskam. Jetzt endet hier auch dieses Let's Play mit dem schwarzen Part. Ja, und ich sag dann mal ciao.